Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Hohes Haus, Herr Kollege Dahmann, Sie haben ein eigenartiges Demokratieverständnis, weil ich weiß nicht, wenn man um Positionen ringt, ja, und auch eine öffentliche Debatte über unterschiedliche Zugänge vielleicht stattfindet, dann tun Sie das als Streit. Also das ist eine Tendenz, die man in den Medien bedauerlicherweise hat. Da haben wir halt eine vielleicht zu geringe Kultur. Aber ich weiß nicht, warum Sie das als Pflanzerei an der Bevölkerung abtun. Was ist denn dann der Streit zwischen uns? Pflanzen Sie dann auch die Bevölkerung, wenn Sie anderer Meinung sind als wir? Also das ist ein komischer Zugang. Und ich sage Ihnen, das ist so ein wichtiges Thema. Dass es legitim ist, dass Abgeordnete, die einen gewissen Verantwortungsbereich haben, sich selbstverständlich in die Debatte einmischen, auch wenn das zufällig hier einmal nicht die gleiche Meinung wie die des Regierungspartners ist. Und es ist ein ganz eigenartiges Demokratieverständnis, Herr Kollege Dahmann, wenn Sie so etwas ins Lächerliche ziehen. Ich verstehe es nicht. Ja, das möchte ich Ihnen sagen. So. Im Übrigen, Herr Kollege Dahmann, ich brauche von Ihnen keine Ratschläge, wo ich zuzustimmen habe und wo nicht. Das werde ich mir schon selber überlegen. Gell? Das möchte ich Ihnen auch gesagt haben. Ich komme damit zum Sicherheitsbericht. Also über Glaubwürdigkeit würde ich mich mit der FPÖ gerne unterhalten. Weil so wie Sie bei der Frau Kollegin Winter entschieden haben, so habe ich sie in Ordnung gefunden. Aber Sie haben auch andere in Ihren Reihen, wie den Herrn Kollegen, wie heißt er, Höbert? Heißt er so? Der da nicht postet zu Flüchtlingsbooten, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Das hat bei Ihnen Platz. Tun Sie mir nicht vorschreiben, ich soll hier glaubwürdig sein. Schauen Sie selber auf Ihre Glaubwürdigkeit. Im Jahr 2014 wurden 592 Anzeigen wegen strafbarer Handlungen erhoben. Das ist der niedrigste Wert seit 10 Jahren, meine Damen und Herren. Der niedrigste Wert seit 10 Jahren. Danke, Frau Bundesministerin. Danke der österreichischen Exekutive, dass Sie durch Ihren Einsatz Österreich ein Stück sicherer gemacht haben. Und es sind aber nicht nur die Anzeigen, die zurückgegangen sind, sondern ganz im Gegenteil, auch die Aufklärungsquote von 43,1% ist zum dritten Mal in Folge auch der beste Wert, den wir haben. Auch dazu möchte ich der österreichischen Exekutive herzlich gratulieren. Wir haben, oder es wurden von den österreichischen Gerichten 32.980 Verurteilungen ausgesprochen. Das ist auch ein Tiefstand. Wenn man sich die Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser ansieht, dann haben wir hier bedauerlicherweise, auch das möchte ich ansprechen, einen Anstieg von 3,4%. Allerdings muss man sagen, das sind also 17.109 Fälle. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir schon einmal einen deutlich höheren Wert hatten, nämlich im Jahr 2005. Da hatten wir 21.000 solcher Einbrüche. Natürlich muss man das ernst nehmen, wenn in einem Bereich hier die Zahlen nach oben gehen. Das wollen wir auch ernst nehmen. Das ist keine Frage. Und deshalb ist es auch, glaube ich, eine richtige Entscheidung, Frau Bundesministerin. Und da gebührt allen Mittätigen hier in der Bundesregierung natürlich auch die Anerkennung, dass wir im Bereich der Exekutive auch personell massiv aufstocken. Das ist notwendig, da die Anforderungen gewachsen sind und selbstverständlich reagiert die Politik damit entsprechend. Gesunken sind auch, und auch das möchte ich ansprechen, weil es, glaube ich, auch nicht unbedeutend ist, die Anzeigenzahlen bei vorsätzlicher Tötung und Körperverletzung, auch Delikte bezüglich der sexuellen Integrität und der Selbstbestimmung sind zurückgegangen. Das sind zwei beendet nun die Live-Übertragung des heutigen Plenartags. Auf ORF3 können Sie die gesamte Debatte wie immer bis zum Ende mitverfolgen. Auf ORF2 kommt ebenfalls wie immer jetzt die Zeit im Bild. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen angenehmen Tag. Dass wir die Polizeiinspektionen zusammengezogen haben, damit
größere Einheiten geschaffen haben, mehr Sicherheit für die einzelnen Exekutivbeamten und Beamtinnen auf diese Weise erreicht haben. All diese Maßnahmen, auch die Sonderkommissionen, Frau Bundesministerin, die Sie eingesetzt haben, haben sich bewährt. Das kann man insgesamt sagen. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich würde meinen, dass man den fortsetzen sollte. Und das tun wir, Herr Kollege Dahmann, gemeinsam in dieser Koalition, weil uns die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher jenseits aller populistischen Anwandlungen wirklich ein Anliegen ist. Nächste Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Dr. Peter Pilz.